Na, sowas hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört, wenn jemand Klavier spielt und du dachtest dir vielleicht, wow, das sieht cool aus, wie der die Hände so übereinander legt und das klingt doch irgendwie schön. Was ist das denn? Das nennt man ein Arpeggio. Ein Arpeggio ist nichts anderes als ein Akkord, bei dem du die einzelnen Töne nacheinander spielst und das Ganze mehrfach machst. Einfach, oder? Du nimmst einfach die Finger, die auf den Tasten liegen, rechts 1, 3, 5 und links 5, 3, 1. So, du startest hier unten bei dem kleinen C. Hier ist das Mittel-C, eine Oktave tiefer. C1, kleines C. Und dein Ziel ist, von dem kleinen C über C1, C2, C3, bis zu C4 zu kommen. Das geht so. Du startest mit der linken Hand. Rechte legst du schon mal hin und du legst los. Rechte, linke geht oben drüber, rechte unten durch und mit dem Zeigefinger, oben drüber. Das ist die erste Übung. Setz dich erstmal dran, üb das. Wenn das schon gut klappt, super. Wenn du Schwierigkeiten hast mit der Übung, probier erstmal Folgendes: C-Dur, 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 C, C-Dur, 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 C-Dur. Das ist eine prima Vorübung. Und wenn du das dann spielst und denkst dir, dir klingt das vielleicht so. Dann gibt es einen ganz leichten Trick. Guck mal auf deine Füße. Da siehst du Pedale. Und du drückst jetzt einfach das rechte Pedal und dann wird aus. Okay, einfacher Trick. So, was bleibt noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Außer dass du zuerst vielleicht mal nach oben übst. Und wieder von vorne. Und wenn das gut klappt, und dann vielleicht von oben nach unten. Wenn es gut läuft und du willst es etwas verfeinern, dann kannst du jeweils das C etwas betonen. Ich übertreibe etwas. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dieser kleinen Übung. Es macht Spaß, es sieht cool aus und es trainiert deine Hände unheimlich gut.